Gespenstische Stille im Gefangenenlager Surman. Fast alle der 250 jungen Frauen, die hier einsitzen, wollten mit dem Boot nach Europa aufbrechen. Doch Sicherheitskräfte entdeckten sie und brachten sie in dieses Lager für illegale Einwanderer. Cynthia dachte bereits, sie hätte es geschafft, aber dann wurde ihr Boot gestoppt. Sie haben uns auf dem Meer erwischt und auf unser Boot geschossen. Gott hat gewollt, dass ich überlebe. Jetzt bin ich hier. Die Nigerianerin war damals hochschwanger. Seit kurzem hat sie eine Tochter. Entbinden musste sie auf der Toilette des Gefangenenlagers. Ob ihr Baby überlebt, weiß sie nicht. Es kommt einfach keine Milch aus meiner Brust, gar nichts. Schon seit dem Tag, als ich sie bekommen habe. Die Zustände in vielen libyschen Einrichtungen seien vergleichbar mit den Konzentrationslagern der Nazis, so deutsche Diplomaten in einem vertraulichen Bericht, der vor kurzem publik wurde. Nicht selten würden Migranten geschlagen und vergewaltigt. Wir bekommen hier ja kein Telefon. Seit 5 Monaten habe ich nicht mit meiner Familie gesprochen, mit niemandem. Wir sind einfach nur hier. Wir flehen sie an, dass sie uns zurück in unsere Heimat bringen. Das ist alles. In einigen Lagern wird Mitarbeitern sogar vorgeworfen, Insassen an Menschenhändler zu verkaufen. Der Leiter in Surman bestreitet solche Vorwürfe für seine Einrichtung und wirft dem Westen vor, dem Elend einfach zuzuschauen. Journalisten zeigen doch die Probleme und die schlimmen Zustände hier. Aber wir werden trotzdem allein gelassen. Wir bekommen überhaupt keine geeignete Hilfe. Vor allem würden mehr Medikamente benötigt, so der Einrichtungsleiter. Doch dass sich in absehbarer Zeit wirklich etwas verändert, daran glaubt hier kaum noch jemand.